Einen schönen guten Abend. Wir sind wieder da und wir schauen uns heute eine Bibel an, und zwar eine Elberfelder Bibel. Und zwar in dem Fall heute eine Kinderbibel. Und zwar in der Elberfelder Version, die Elberfelder Kinderbibel. Die Elberfelder Kinderbibel. Und da ist schon der Name genau das Programm. In der Übersetzung der Elberfelder. Normalerweise Kinderbibeln, wir kennen sie, sind so geschrieben, dass man eigentlich nicht weiß, auf welcher Basis sie funktionieren. Und das ist bei Kinderbibeln auch immer bei uns Eltern eigentlich völlig egal. Hauptsache, sie sind kindgerecht aufbereitet. Die Geschichten kommen so rüber, dass das kleine Kind es versteht. Hier ist es jetzt zudem in der Elberfelder Version. Viele kennen sie vielleicht auch in so einer Form. Meine erste Kinderbibel, da geht es dann meistens hauptsächlich nur um die Geschichten. Da sind dann 2, 3 Sätze oft dabei, große Bilder. Und dann hat das Kind auch den Überblick auch schon verstanden und mehr muss es auch oft gar nicht wissen. Hier gehen sie einen großen Schritt weiter und der gefällt mir auch sehr. Kommen wir zu den üblichen Eckdaten. Die Elberfelder Kinderbibel hat 424 Seiten, richtig schön auch designt und aufbereitet. Und jetzt müsst ihr euch festhalten, sie enthält sage und schreibe 204 Geschichten aus der Bibel. Sie ist auch etwas größer und etwas breiter als eine normale Bibel, aber das ist grundsätzlich auch egal, nur damit ihr ungefähre Abmaße habt hiervon. Wir schlagen auch direkt mal rein, einfach mal mittendrauf zu einer Seite, einfach mal hier, einfach mal so mittendrin. Denn die meisten werden sich sicherlich die Frage stellen, eine Kinderbibel und schon wieder eine. Es gibt doch so viel. Es gibt einen ganzen Sack von Bibeln, von Kinderbibeln. Aber da muss ich sagen, es gibt auch einen Sack von Bibeln für Erwachsene. Einen ganzen Sack voll. Und dieses Projekt hier war es jetzt, eine Kinderbibel zu machen, die völlig anders ist. Und zwar auf ihre Art sehr wertvoll, muss ich mal sagen. Denn das Ziel hier war es, ein Stück weit, was der Titel ja hier schon sagt, die Elberfelder-Übersetzung. Und die nämlich von uns, muss ich mal jetzt sagen, wir mögen ja alle die Elberfelder-Bibel, wir mögen die Schlachter, wir mögen den Luther 21, wir mögen auch viele andere Bibeln, aber eben auch eine, die besonders sorgfältig und originalgetreu und dennoch gut lesbar ist für uns. Das Anliegen von diesen Autoren war es, hier eine Kinderbibel hier zu schaffen, die für die jungen Leser das sein kann, was die Elberfelder eben auch für die Erwachsenen ist. Genau für uns, für unseren Leserkreis. Und in dieser Art, wie die Elberfelder Bibel hier geschrieben hat, werden hier die Geschichten nacherzählt. Und das wird hier bewusst bei diesen Geschichten, bei diesen Elberfelder Geschichten hier aus der Kinderbibel, bewusst auf Ausschmückung komplett verzichtet. Erläuterungen wurden nur in seltenen Fällen jetzt ergänzt für den Textverständnis. Aber die biblischen Texte sollten so schlicht und unverfälscht wie möglich wiedergegeben werden. Und das finde ich bei der hier richtig genial gelungen. Und aus Gründen jetzt von bestimmten Nachvollziehbarkeiten, wo zum Beispiel bestimmte Geschichten kommen ja häufiger drin vor. Die werden natürlich auch nur einmal erzählt. Und bei bestimmten Sachen, wie zum Beispiel bei Evangelien, wo alles viermal teilweise erzählt wird, gibt es natürlich den groben Zusammenschnitt. Und das Vaterunser hier an der Stelle haben sie jetzt auch die verkürzte Version von Lukas jetzt hier an der Stelle genommen. Für uns Erwachsene ist auch immer, hier oben seht ihr es, der Textabschnitt drinne, um den es sich jetzt gerade handelt, um es selber nochmal bei uns in unserer Version nachzugucken. Auch wenn man sich jetzt hier bei den Texten jetzt bemüht hat, so kindgerecht wie möglich das hier aufzuschreiben und niederzuschreiben, kann man nur sagen, das Kind hier an der Stelle nicht alleine lesen zu lassen, denn bestimmte Sachen muss man eben als Erwachsener nochmal nachsteuern. Jetzt kam es so, als ich mit meinem Sohn hier gelesen habe, hat er mir natürlich eine ganz pfiffige Frage gestellt. Wir haben vor kurzem ein Hörspiel gehört auf Audible, da geht es um Naemann. Und da hat er mich gefragt, gibt es diese Geschichte hier drin? Ich eigentlich gleich, nee, gibt's nicht. Die Geschichte Naemann ist nämlich eine ganz spezielle Geschichte, die findest du nur im Alten Testament. Und das ist ja die Geschichte, wo man sagt, das ist eigentlich die Grundlage der ersten Taufe am Jordan. Und ich war überrascht, ich habe mir hier oben einen Marker gemacht, den muss ich auch drin lassen, weil ich da mit meinem Sohn gerade lese.
Und zwar, das ist hier: Ein fremder Heerführer sucht Hilfe. 2. Könige 5,1. Und da geht es schon gleich los. Und da war ich sehr erstaunt, dass das auch hier drin ist. Es sind auch immerhin 204 Geschichten. Das findest du sonst in wenigen Kinderbibeln. Es sind sogar ausgewählte Sprüche Salomos drin. Und ich blätter jetzt noch einmal über das Inhaltsverzeichnis, weil es ist wahnsinnig viel, was an hier an diesen Geschichten aus dem Alten Testament alles mitgenommen wird. 2. Seite. Die 3. Seite Inhaltsverzeichnis. Das ist noch nicht Schluss. Und dann hier die 4. Seite. 204 Geschichten im Elberfelder, in der Elberfelder Übersetzung. Und das ist eine Sache, die gefällt mir hier richtig gut. Wir haben hier viel zu lesen in dieser Version und die macht uns hier richtig Spaß.